Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es endlich die Späne zu dem Camper, den ich glaube schon fast vor einem Monat gemacht habe. Und zwar geht es um den Motorhalter hier oben. Den muss ich ja mangels funktionierender Spindel aus dem 3D-Drucker erstmal machen. Die Fräse läuft wieder, auch für Alu. Wie man sieht, ich habe den Luftfilter dran gebaut, dass die Mappe hier keine Späne mehr abkriegt. Und jetzt können wir endlich aus Alu den Motorhalter hier oben machen. Das Material ist schon angespannt hier vorne. Jetzt müssen wir es nur noch einmessen und dann können wir auch direkt mit den Spänen loslegen. Kamm hatte ich ja schon gemacht und auch ja, recht ausführlich gezeigt. Ich verlinke das Video entweder hier oder hier. Mal gucken, wo YouTube das hinpackt. Oder zur Not unten in die Beschreibung. Und dann fange ich jetzt direkt mal mit den Spänen an. Thank you.
Gut, das war Seite 1. Dann drehen wir den Spaß mal um und machen Seite 2. Ja, hier haben wir das gute Stück. Ich habe ein bisschen Müll gebaut hier bei den Schämpfern. Da sieht man es ein bisschen. Meine Schämpfer-Endmill, die hatte die Spitze ein klein bisschen kaputt. Und da bin ich mal ein bisschen unglücklich wo reingerauscht mit. Aber da sind Schrauben drin, sieht man hinterher nicht. Ansonsten bin ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden. Ich habe auf diesen schrägen Seiten irgendwie immer noch ein bisschen Rattermarken. Da hört sich auch teilweise ein bisschen scheiße an. Während auf den geraden er eigentlich echt gut aus, aber sobald das diagonal läuft, wird er nicht mehr so schön. Da sieht man es ein bisschen. Also irgendwas ist da noch nicht so ganz im Reinen bei der Maschine. Kann auch sein, dass das einfach an den Linearführungen liegt, dass die Billigteile da ein bisschen zu viel Spiel haben. Ich weiß es nicht. Das werde ich jetzt als nächstes einbauen. Dann muss ich hier noch diese schönen Motorspacer machen aus Alu. Und dann kommt noch für die lange Achse unten ein anderer Halter rein, dass ich da auch zwei Kohleumlaufmuttern haben kann und hinten für den Motor. Fehlt noch was, das werde ich jetzt die Tage schnell zusammenschustern, da auch kein großes Video mehr von machen. Das sind alles nur so kleine Teile. Wie ihr gesehen habt, habe ich mir einen neuen Schraubstock gegönnt. Dem bin ich soweit auf den ersten Blick zufrieden, tut was er soll. Bin hier auch schon das erste Mal oben schön reingerauscht und habe da einen Fräser mit kaputt gemacht. Ja, allgemein muss ich bei der Maschine jetzt deutlich mehr aufpassen als bei der MPCNC. Die ist eine ganze Ecke stabiler und da gibt nicht mehr viel nach, wenn die irgendwo reinrauscht. Also da ist dann direkt irgendwas kaputt, das biegt sich nicht zurück. Ich bin auch jedes Mal deutlich nervöser mittlerweile. Also ich spiele viel mit dem Feed-Knopf beim Anfahrten von den Fräsern das erste Mal. Für ein bisschen runterregeln. Da muss ich so für mich selbst noch ein bisschen mehr die Selbstsicherheit finden, um die ordentlich laufen zu lassen und da immer nervös am Rädchen zu drehen. Das war's dann fürs Video für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao!